Das ist super scheiße. Ich werde richtige Probleme haben. Wir müssen zum Isle of Songs traveln, um den Next Song zu lernen. Weißt du, wo das ist? Nee. Ich weiß überhaupt nicht, was als letztes passiert ist. Ihr wisst Bescheid. Sag soundmäßig mal Bescheid. Safe and quit. Reicht auch wieder jetzt. Oh, dieses fucking Spiel. Da ist es wieder. Hier haben wir was gemacht. Das haben wir schon gemacht, oder? Bestimmt. Hast du den, hast du in den Himmel gezeigt und das aktiviert, bestimmt. Sound doppelt as usual, ja. Also, warte mal. Wir haben ja auch hier die Scheiße noch eingestellt. Die Scheiße ist noch eingestellt. Jetzt müsstet ihr weniger vom Fernseher hören. Wir hatten noch die, die... Ja, da hat Fei getanzt. Ach nee, ja, stimmt. Ja, wir hatten noch die Einstellung von unserer kleinen Podcast-Aufnahme. Ab ins Loch. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß nicht, was passiert ist. Haben wir das letzte Mal gespielt, als hier... Moment. Als Dark Icarus hier war und MMMMB? Nee, ich glaube danach noch... Nee, es könnte sein. Das stimmt. Ich glaube, das war so. Das letzte Mal, als Dark Icarus und MMB hier war. Aber er hat gerade gesagt, geh to the Isle of Songs und lerne den nächsten Song. Ja. Aber ist das hier nicht die Isle of Songs? Na, du wirst ja sicherlich gespeichert haben, wenn da was Wesentliches passiert wäre, danach und bevor wir ausmachen. Du speicherst ja nicht, machst das und dann machst du aus. Nicht wahr? Also wir können uns sicher sein, dass das, was man da drin machen kann, auf jeden Fall erledigt ist. Weißt du? Ja, doch, da bin ich recht sicher. Klingt gleich viel klarer. Weißt du, was? Ich mache. Ein Genuss in den Ohren. Oh Gott, jetzt kommt. Objective. Guck mal, dafür ist es da. Dafür ist es da. Wenn man das 3 Monate nicht gespielt hat. Ja, ja. Return to the Isle of Soul will yield new guidance from the goddess. You follow the beam of life being projected from the light tower back into the Thunderhead. Wir sind doch im Thunderhead. Wir sind doch im Thunderhead. Ja? Das muss die Isle of Songs sein. Woher weißt wie du denn? Ärgern wir uns denn bitte, wenn ich jetzt einfach weggehe und nicht einmal ja, da... Du weißt aber doch, dass du das nicht so lassen würdest. Die Kamera hat sich geändert wie bei Resident Evil und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin zurückgekrabbelt ins Loch. Macht nichts, kann passieren. Ja, ein Mittagsstream der beleuchteten Brüder. Ja, das gab's auch noch nie. Das gab's noch nie. Das ist doch krass, dass wir uns nach all den Jahren immer noch neu erfinden. Und das gute Gameplay ist zurück. Wo man einfach runterfällt, obwohl man nicht möchte. Könnte auch von mir liegen. Das ist wieder auf jeden Fall was. Jetzt tanzt sie wieder. Na, ein Glück. Vielleicht haben wir einfach nicht gespeichert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das sieht ja so aus. Ja. Na gut, dass wir das gemacht haben. Er hat schon wieder einen Bot gesperrt. Was wollen die Bots denn hier? Die sollen uns mal Abos da lassen. Warum macht man nicht solche Bots? Ja. Das Geld kostet. Warum denn immer nur destruktive Bots? Lars fragt, ob wir zusammen wohnen. Nee, tun wir nicht. Nee. Aber Tim hat heute hier geschlafen. Hast du den Discord gepostet? Ja, sicher. Eine Ankündigung. Habe ich den Link. Ja, sehr, sehr gut. Was glaubst du, woher die Racker wissen, dass das hier... Von den Twitch-Benachrichtigungen. Naja, nee, habe ich Bescheid gesagt. Könntest du auf deinem Handy sehen. Pyjama-Party. Ja, wirklich. Ja. Sieht ja auch aus wie früher. Das ist wirklich wahr. Und vielleicht, ich will jetzt noch nichts ganz Falsches versprechen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das funktioniert technisch, aber vielleicht kommt nachher nochmal ein Schmankerl für euch. Ja. Das, damit hat er bestimmt noch nicht gerechnet. Aber mehr als Twitch später. Und nicht YouTube mit dem Handy. Ja, ja. Du hast nach YouTube gefragt. Ob das bei Twitch so geht wie nee, bei YouTube? Du hast andersrum gesagt, geht es bei YouTube so wie bei Twitch, glaube ich. Ich habe nach der Twitch gefragt. Nee, nee, nee. Weil das stimmt. Mit der Twitch ist doch egal. Das Planschbecken. Ja, was ist das eigentlich? Warum gibt es so viele Twitch-Streamerinnen aktuell, die in irgendwelchen Planschbecken abhängen? Sex. Ja, Sex. Aber warum Planschbecken? Die können auch einfach auf dem Unterwäsche so vorm Fernseher sitzen. Das ist ein neuer Kink.
Hallo, Herr King. Sollte das ein. Sollte das ein berühren eigentlich? Nee. Das willst du auch nochmal, Falder? Pyjama Party? Ja, nächstes Mal. Nairus Wisdom. Wenn die ganze Welt geimpft ist. Nairus Wisdom gelernt. Nice. Du fragst häufig, ob man von Sachen berührt werden soll, von denen man offensichtlich nicht berührt werden kann. Also so. Ich kann dausen. Aber es kann ja trotzdem die Intention dahinter gewesen sein. Aber halt schlecht umgesetzt. Kann doch sein. Ja, kann sein. Und das ist ja meine Frage. Badebekleidung ist ganz was anderes. Unterwäsche ist Ach, geil. Unterwäsche ist von Twitch verboten, aber Badebekleidung ist zählt nicht dazu. Das ist interessant. Guck mal. Aber das ist doch dann. Vielleicht durch die Gegend. Dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis. Schnell speichern. Bis das auch verboten ist. Dann ja. Können die doch stimmt. Einfach ihre Terms verändern. So entsteht Bürokratie. Ja. Weil Leute Schlupflöcher nutzen. Dann wundern sie sich hinterher, dass ihre Steuererklärung so kompliziert ist. Tabea Kawai ist da. Tabea Kawai. Hallo, Tabea Kawai. Guten Morgen, Tabea. Guten Morgen. Wer ist das? Kennst du nee. Tabea Kawai? Wer bist du denn? Vielleicht sollte ich Tabea Kawai kennen und werde jetzt wieder mal eine Aufgabe als guter Twitch-Streamer nicht gerecht. Unsere langjährigen Zuschauer verkennen. Aber wir. Was meinst du, soll ich nochmal zurückkehren auf die Hauptinsel und uns aufpimpen? Nö, ne? Nein. Gottes Willen. Ja, kann man kommt irgendwelche Sidequests, genau. Die mich in die 44 Stunden lang und die uns nichts bringen. Oh, was ist das? Ja, die sind böse. Kann man die irgendwie umhauen? Nee. Das war mir schade. Und aus dem Thunder-Cloud vertreiben. Das ist auch geschafft. Aber da willst du auch raus. Ja. Ich bin neu! Ja, herzlich willkommen, herzlich aber du willkommen. Benutzt auch den Biscuit-Typen, der gestorben ist. Haben wir gestern erst gelernt. Total Biscuit. Total Biscuit? Total Biscuit. Total Biscuit. Glaube ich. Nee, ja, Total. Ja. Ja, dann sei ganz herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal der Beleuchteten Brüder. Wir spielen viele. Was? Nee, mach mal da, ich wollte. Erzähl du mal, was wir machen oder so. Das ist normalerweise auf jeden Fall nicht um diese Uhrzeit unterwegs. Das ist ganz ungewöhnlich für uns. Genau, wir fangen erstmal mit den Dingen an, die wir eigentlich nicht sind. Nämlich so früh streamen. Aber das ist das allererste Mal in einer fast neunjährigen YouTube-Karriere, wovon wir seit. Wie lange streamen wir eigentlich schon? Drei Jahre? Zwei? Auf jeden Fall war es schon zu Zeiten von Resident Evil 2 keine Neuigkeit mehr. Richtig. Aber noch relativ. Da haben wir auf YouTube noch gestreamt. Ja, genau. Jedenfalls. Jetzt muss ich mir aussuchen, wo ich hin will. Was ist denn dein Ziel? Das Desert. Hast du gerade die ganze Zeit versucht, im Nunchuck die Sachen anzuwählen? No. Da sagt die Wii U, nö, das erlaube ich nicht. Also hier ist so ein Beam. Vielleicht soll ich da einfach hingehen? Ja, mach das doch mal. Ich würde doch einen Grund haben, dass da ein Beam ist. Ich vertraue dir. Ansonsten können wir ja auch vielleicht mal Markus mal Freider Björn fragen. Der weiß ja immer gut Bescheid bei diesem Spiel. Ja, genau. Also gerade rechtzeitig einen Sturz abgefahren. Tabea, genau. Herzlich willkommen. Leck heißt sie auch herzlich willkommen. Wir sind nette Leute. Die Leute in unserem Chat sind auch nett. Deswegen setzen wir auch eine gewisse Nettigkeit voraus. Aber bisher, finde ich, hast du dich... Gut eingefügt. Sehr gut eingefügt. Du hast sie von deiner besten Seite gezeigt. Vielleicht nicht von der besten. Vielleicht kannst du noch mehr. Wir sind gespannt auf das, was du auch uns zu bieten hast. Weil es ist hier keine Einbahnstraße. So ist das. Mafalda sagt gerade richtig, Skyward Sword war eines der ersten Spiele, das wir gestreamt haben. Aber da waren wir auch schon weit im Spiel. Wir spielen dieses Spiel seit ungefähr 6 Jahren, 5 Jahren und kommen einfach nicht voran, weil es so ein langes Spiel ist. Wir haben das aber auch einfach seit 2 Jahren gar nicht mehr gespielt, gar nicht mehr angepasst. Das sei auch nochmal dazu gesagt. Wir machen gerne Unsinn. Wir haben Podcast, die Beleuchteten Brüder, bei Spotify und überall sonst kannst du den anhören. Da haben wir heute auch schon eine Folge aufgenommen. Wir sind, wir sind gute Freunde. Wir sind nicht homosexuell, aber wenn, wäre auch nicht schlimm. Also wenn, ich könnte mir das gut vorstellen mit dir. Wenn, dann mit dir. Ja, aber auf der anderen Seite, oh nee, du, jeden Tag du würde mir auch wahnsinnig machen. Stimmt, das könnte ich mir, glaube ich, gar nicht gut vorstellen. Das muss ich eigentlich nicht haben. Wir sind ja auch so Brüder. Also sagen wir so, aber wir sind nicht wirklich Brüder. Wir sind nicht wirklich Brüder.
Nee, also ich glaube, wenn ich homosexuell wäre, du wärst. Nee, nicht. Du wärst nee, vielleicht sogar eher einer der allerletzten. Aber ich meine das liebevoll. Aber jetzt musst du wieder Bescheid sagen, dass du eine Monsterclaw gesammelt hast und tatsächlich ist es schon Nummer 15. Painful to even touch, deswegen lässt er sie auch lieber über seinen Händen schweben. Das Cross-Marketing ist heute stark. So unsere vierte Monsterclaw. Markus mag auch vor der Björn, könnte sich das auch gut vorstellen. Was jetzt genau? Du könntest dir das gut vorstellen, mit Benny eine Beziehung zu führen oder mit Tim eine Beziehung zu führen. Oder dass wir zusammen sind. Oder eine gute. Wir würden nicht, uns. Das würde nicht gut gehen. Nicht lange. Ich glaube, es geht schon sehr lange gut mit uns als YouTuber. Richtig, aber auch weil. Und als Freunde. Weil wir auch oft Pause voneinander haben. So im Alter. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Oh, das ist das mit der Jetzt-Welt und der Neuzeit oder so. Oh ja, voll verzögert das Haus. Nee, das ist später angegangen. Diese Box schaltet sich immer mal ab. Ist die Doppelung des Sounds immer noch schlimm? Nee, es hat sich doch alles deutlich verbessert, auch seit du nur umgestellt hast. Ja, aber. Das wird schon gelobt. Tabia sagt, ich mag Zelda Skyward Sword, aber ich bin gerade an der Stelle, die mir immer einen halben Herzinfarkt gibt. Aha. Vielleicht können wir dir da weiterhelfen. Genau. Und ansonsten ist Markus, Mafreda, Björn ein sehr, sehr guter Ansprechpartner für sämtliche Probleme, die du spielst. Er kennt das Spiel auswendig. Ja. Stoppt, aber vielleicht hat sie auch einfach Angst vor der Stelle. Sie? Tabia ist ein weiblicher Name, oder? Ja. Do not interfere with mining operations. Stop talking to me. Is it? Okay. So. Ich helfe dir. Indem du ihm eine Bombe vor das Gesicht schmeißt. Sag mal. Der ist stabil, der Typ. Aber guck mal, Hast du eigentlich eine Idee, wo es hingeht jetzt? Ja. Ja? Wirklich? Du weißt, wo du jetzt hingehen musst. Boah! Das ist schon ganz schön gruselig, oder? Ja, pass mal auf, ich weiß es deswegen. Dein Schild. Hier, Dowsing. Da. Durch diese Tür. Durch diese Tür. Da brauche ich aber erst meine Party. Oh, wegen der Musik hat Tabia Angst. Es ist eine gruselige Stelle. Um welche Stelle handelt es sich denn? Das ist für mich auch. Übrigens für den ganzen. Vielleicht können wir dich hier durchführen. Vorschlägen, was. Sich Mark Markus mal Vater Björn auch vorstellen könnte, sagt er nur ja. Also er kann sich das alles vorstellen. liebe Tabea, ich empfehle dir, diesem Kanal zu folgen. Einfach Follow klicken, für dich viel, kostet kein Geld, macht Spaß. Gibt ein gutes Gefühl. Ich dachte kurz, du meinst den Kanal da im Spiel. Also wenn sie an der Stelle ist, soll sie diesem Kanal folgen. Okay. Um zum Ziel zu gelangen. What the fuck is wrong here? Kannst du auf die Karte gucken? Das ist so fucking. Lässt du dich vielleicht woanders ab? Dieses Dowsen geht halt einfach Luftlinie. Niemand braucht eine Luftlinie in so einem Spiel. Wo ist die Karte? Steuerkreuz. Nee, plus. Plus, okay. Also, pass mal auf. Ich guck jetzt gegen diese Wand, wo er hin Dows, ja, ne? Ja, das ja. Ist die Karte. Ja, da ist vorbei. Kannst du noch weiter nach oben scrollen? Wo geht's denn da weiter? Da geht's ich vermute, ich muss hier ins Desert gehen und ich bin einfach im falschen Gebiet. Und es ist schon wieder alles scheiße. Warum wird dieses Spiel so gut bewertet? Ich verstehe es nicht. Es hat so viele offensichtliche Gameplay-Schwächen. Die ganze Welt ist ja toll. Aber, eieieiei, es limitiert ein, wo es nur geht. Geil. Geiles Spiel. Ich mochte das wirklich so gerne damals, als das rauskam. Das mit den Robotern, wo man die Tropfen sammeln muss. Sagt ihr das was? Ja, man muss die Tropfen sammeln, man muss in jedem Gebiet. Wir haben doch, weißt du, dieses mit diesen Typen, die uns verfolgt haben, diesen Geistern, wo wir achtmal gestorben sind, im Wald. Ja. Das haben wir geschafft und das müssen wir jetzt hier auch nochmal machen. Oh, das kommt also gleich. Ja. Triggerwarnung haben wir. Gruselige Musik und, oh, ja, stimmt. Und Geisterjagd incoming. Geisterjagd, also passt. Und zwar auch noch Geisterjagd in der Wüste, das ist irgendwie besonders gruselig. Wüstengeister sind gruseliger als Schlossgeister, würdest du sagen? Waldgeister. Waldgeister kommen mir immer eher lieb vor. Ja. Guck mal, jetzt sind wir hier, wieder am Anfang. Ja. The fuck? Also das ist der ganze Weg. Aber ich muss doch auch hier hinkommen. Nee, von da kommst du gerade. Ich muss einfach den anderen Weg in dem Raum gehen. Was? Moment, bevor du das machst. Kannst du mir noch die Karte zeigen, ob du das wirklich... Guck mal, ich war eben hier oben in diesem Raum. Ja, genau. Und ich muss hier lang, um dahin zu kommen. Okay.
I believe. Ja, das kann sein, dann links abbiegen. I believe, you could see. Okay, ja, du musst es nicht selber spielen, wir spielen es. Ich spiele es für dich. Wir sind professionelle Videospieler. Seit August letzten Jahres. Vorher hatten wir, das ist so wie so ein schwarzer Gürtel, den wir jetzt haben. Wir sind von der Amateurliga aufgestiegen. Ja. Wir sind Box-Vize-Weltmeister geworden jetzt. Und wir gegen den Weltmeister. Aber bin ich da reingefahren? Nee, ich bin da reingefahren. Genau. Okay. Dann muss ich jetzt aber dieses Ding hier aktivieren. Richtig. How do I do that? Hau den Kristall mal. Kann ich nicht, dann gibt ja alles aus. Achso, kann ich dann schieben? Nee, kann ich nicht. Alles aus, okay. Ich dachte, vielleicht geht ich das. Doch, ich kann schieben, na klar. Move it. Aber das geht nur in der. Nee, Vergangenheit. Das hätte ich auch eben machen können. Move it like you mean it? Ja. Anderen Status fliegen können. Ja, hätten wir, aber woher soll ich wissen, zu welcher? Das ist eine richtige Frage. Aber vielleicht eben, als wir bei der Vogelstatue waren, hätten wir das machen können. Ja, aber ich weiß ja da auch nicht, zu welcher. Ja, aber man kann ja den Dauspfeil auch dahin gehen folgen. Ja, nee, da kann man ja an der Karte nicht machen, den Dauspfeil. Nein, aber du kannst dich ja hinstellen, du kannst dich ja orientieren. Was heißt denn? Ich weiß nicht, ob das geht. Das kann ja irgendwo auf dem Weg zwischen hier und dort sein. Ich finde es auch super, wie Tim es als Gameplay-Schwäche bezeichnet, in 2 Jahren Pause nicht zu wissen, wo man hin muss. Nein, das finde ich nicht schlimm. Aber das, die Art und Weise, wie es einem gezeigt wird. Und obwohl man Pfei hat, die haben ja alles sagt. Ja, die haben wir jetzt ja nicht gefragt. Die sagt immer nur, use your DAOs. Das mache ich ja. Ja, und dieser DAOs ist halt ein schlechtes Gameplay-Element. Das ist auf jeden Fall so. Guck, da ja, soll ich hin. Da sollst du hin. Indem du guckst, wie du Looking Eyes. Was ist eigentlich euer Lieblings-Zelda-Teil, falls ihr einen habt, möchte Tabea gerne wissen? Majora's Mask. Breath of the Wild. Easy. Gefolgt von wahrscheinlich A Link to the Past. Gefolgt von Majora's Mask. Gefolgt von Ocarina of Time. Ich mochte bei Majora's Mask besonders, dass es so anders war. Ein bisschen gruselig, ein bisschen. Ja, super spezielle Atmosphäre hatte. Ich mochte bei Breath of the Wild insbesondere, dass das mal wieder wie 1997 bei Ocarina of Time mir dieses Gefühl gegeben hat. Dieses Zelda-Spiel ist das Beste seines Genres und Genre verändernd und revolutionierend. Ja, ich hab mir mal hier Icarus beigebracht oder Mafalda, dass man nicht alles auf einmal ausgeben soll. So knapp. Halte ich für Unsinn. Falsch? Ja. Soll ich durchziehen? Zieh mal durch. Müsst ihr eigentlich auch bei dem Ausdauermeter immer an eine Limette denken? Wer sagt das? Sag mal, aber. Nein. Das macht gar keinen Unterschied. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Tatsächlich? Nein, ich muss zwar nicht an eine Limette denken. Wir beantworten heute viele Fragen. Gestern nicht, obwohl wir gestern eigentlich wollten. In Zelda 1 wurde einem auch nichts angezeigt. Guck mal. Krass. Nicht schlecht. Das ist ein schlechtes Gameplay. Ich weiß nicht, warum man jetzt Zelda 1 spielen muss. Nach 1995. Zelda 1? Zelda 1. Das ist nicht von 95. 85. Ich glaube, keine 85. Nee, 85. Habe ich 95 ja, gesagt? Shit, ich dachte kurz, ich klinge super. Jetzt will ich mich super gut auskennen. Weiß Bescheid. Ihr kommt da nicht rüber, hat er noch gesagt.